Meine Damen und Herren, ich bin sehr bewegt. Ein so volles Haus finde ich nicht in Deutschland. Und ich weiß, dass es natürlich in erster Linie das Thema ist, was Sie anzieht, und nicht der Referent. Aber ich habe die feste Absicht, in den nächsten 20 Minuten den Referenten an das Thema anzupassen. Meine Damen und Herren, wenn wir heute noch in die europäische Realität schauen, dann sehen wir etwas, was ebenso ungewöhnlich wie bestürzend ist. Der Euro soll gerettet werden, unsere Währung, und es ist fast eine Kreuzzugsideologie geworden. Denn vor diesem Rettungskonzept, der Euro muss gerettet werden, koste es, was es wolle, hat ein gewisser Präsident der EU gesagt, koste es, was es wolle, hat er eigentlich gesagt, dass es diese Währung im Grunde schon gar nicht mehr gibt. Denn, meine Damen und Herren, eine Währung, die gerettet werden muss, ist keine Währung. Es gibt zwar noch das Geld, wir alle haben es im Portemonnaie, ich auch, aber das ist dann nur noch ein Geld zum Ausgeben, zum Leben, zum Bestreiten des Lebensunterhalts. Es ist nicht mehr das Geld, in dem wir sparen. Es ist das Kennzeichen einer Währungskrise, dass diese zwei zentralen Funktionen einer Währung, Geld zum Ausgeben und Geld zum Sparen, dass sie auseinanderfallen. Und das haben wir in Europa schon fast erreicht. Die Symptome sind Ihnen allen bekannt. Es wird immer mehr Geld in Gold investiert, in Gold angelegt. In den Problemländern, besonders in Griechenland, Portugal, hat eine wilde Kapitalflucht eingesetzt, die sehr verständlich ist. Sehr verständlich, denn wenn Menschen um ihre Lebensersparnisse fürchten, müssen sie versuchen, sich selbst zu retten, ihre eigene Strategie zur Lebensrettung zu entwickeln. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Besonders etwas, an was ich mit Freude an dieser Stelle und in Wien erinnere. Wenn Sie sich alle an Ihre alte Schillingwährung, eine der stabilsten in Europa, erinnern, wenn ich mich recht an Sie erinnere, ich habe ja auch für frühere Regierungen bei Ihnen als Gutachter gearbeitet, dann trug die 100-Schilling-Note das Bild eines großen österreichischen Nationalökonomen. Er war der eigentliche Begründer der leider untergegangenen Wiener Schule, von der man heute nur seine durchaus respektablen Schüler und Nachfolger zitiert, aber nicht ihn, den Gründer. Der Mann hieß Eugen von Böhm-Bawerk. Er war österreichischer Finanzminister vor dem Ersten Weltkrieg, mehrfacher in der KOK-Monarchie. Er war ein legendärer Professor und, wie gesagt, der Vater der Wiener Schule, also der Leute, die heute in aller Munde sind, wie Hayek und so fort. Und er hat vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs den Essay geschrieben, der Ihnen die Antwort auf die Krise von heute gibt, die Euro-Krise. Schon die Überschrift sagt alles, denn die lautet Macht oder ökonomisches Gesetz. Was setzt sich durch? Und als ob er die Irrtümer von heute geahnt hätte, hat er das auch an einem Beispiel gezeigt, nämlich am Geldstimmzettel des Bürgers. Und Sie können aus diesem Essay einen Fundamentalsatz ableiten, der Ihnen den Schlüssel zur heutigen Realität, zur heutigen Krise gibt. Wir alle, Sie, ich, Herr Strache, wir haben neben dem politischen Stimmzettel noch einen zweiten, den Geldschein. Und mit diesem Geldschein stimmen wir ab, wie und wo wir unsere Lebensersparnisse anlegen. Und wenn wir beschließen, das nicht mehr in der eigenen Landeswährung zu tun, sondern in einer Fremde oder in einer fremden Materie, in Gold, Immobilien, Aktien, was auch immer, dann ist eigentlich der Urteilsspruch über diese Währung schon gefallen. Der Bürger akzeptiert sie nicht mehr. Und Böhm-Bawerk hat auch gezeigt, warum. Weil es Politiker gibt, offenbar damals schon gegeben hat, heute wieder,
die glauben, die Währung für politische Ziele, welcher Art auch immer, instrumentalisieren zu dürfen. Meine Damen und Herren, wo das geschieht, ist das Ende der Geldwertstabilität gekommen. Das hat Böhm-Bader. Beim wehmütigen Blick auf Ihre alten, vielleicht noch vorhandenen Schillingnoten werden Sie das Bild dieses einzigartigen Mannes sehen, gelehrt. Und wenn Sie schon diesen Schein zur Hand nehmen, ich weiß nicht, ob noch jemand von Ihnen alte Schillingnoten aus nostalgischer Erinnerung hat. Ich habe meine D-Mark-Noten auch noch ein bisschen aufgehoben. Dann muss Ihnen noch etwas auffallen. Wenn Sie nachher nach meinem Vortrag in Ruhe mal Ihr Portemonnaie öffnen und einen x-beliebigen Schein rausnehmen, ist egal, ob es 50 oder 500 Euro sind, dann werden Sie dort Buchstaben entdecken, die Sie doch eigentlich in Erstaunen setzen müssten, nämlich kyrillische. Meine Damen und Herren, der Beitritt Griechenlands zum Euro war bereits auf den Scheinen aufgedruckt, als die Prüfung über die Kreditwürdigkeit dieses Landes noch gar nicht angelaufen war. Da sehen Sie, was Politik alles kann. Diese Politik hat Staaten von Beginn an in den Euro-Club genommen, die nach den eigenen Kriterien nie hätten reinkommen dürfen. Dazu zählt nicht nur Griechenland, dazu zählt auch das Land, das demnächst den neuen EZB-Präsidenten stellen wird, Italien. Auch Italien hätte niemals in den Euro kommen dürfen, denn es hat niemals die Kriterien erfüllt. Selbstverständlich erfüllt dieses Land sie heute auch nicht. Und die Wahl eines Italieners zum Hüter der Währung in Europa wird die Vertrauenswürdigkeit in die EZB, so fürchte ich, nicht vermehren. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich frei von Impressionen, die ganz wichtig sind, weil sie anschaulich sind, in aller Kürze Ihnen einmal ganz systemisch zeigen, warum mit dem Euro ein Weg in, ich kann schon sagen, in den Untergang beschritten worden ist. Fast ein trojanisches Pferd, aus dessen Bauch auch nur Unheil gekommen ist. Wenn mein Vorredner sagte, es ist gar keine Krise des Euros, sondern der Verschuldung, dann hat er Recht und Unrecht zugleich. Denn es ist der Euro, der diese Verschuldungskrise herbeigeführt hat. Wenn Sie einem Land, wir brauchen gar nicht an Griechenland zu denken, es gibt ein halbes Dutzend andere in derselben Struktur und Verfassung, wenn Sie einem Land erlauben, das nicht genügend eigene Ersparnisse hat, weil es einfach zu arm dazu ist, zu unterentwickelt, im Grunde noch ein Entwicklungsland, gemessen jedenfalls an den Kernländern Europas, gemessen an Deutschland, an Österreich. Wenn Sie dem erlauben, mit fremdem Geld zu investieren, dann kommt etwas heraus, was wir heute erleben, die Überverschuldung. Mit dem Euro wurde für die Problemländer im Süden ihr Zinsniveau, ich kann mich gut erinnern, es lag für Italien vor der Euro-Einführung bei 14-15%, für Spanien bei 18%, bei Griechenland auch für 18%. Die Aufnahme in den Euro hat dort sofort zur Drittelung der Zinsen geführt. Die Zinsen fielen auf damals deutsches und österreichisches Niveau herunter. Und das war die Aufforderung, verschuldet euch. Verschuldet euch. Das Geld ist billig geworden. Einer solchen Versuchung kann kein Politiker widerstehen. Ich verurteile natürlich Politiker, die sowas machen. Aber viel schlimmer sind die Leute, die sie in diese Lage, in diese Versuchung geführt haben. Denn die unmittelbare Folge des Zinsverfalls für diese Länder war nicht nur die zunehmende Verschuldung, sondern die Finanzierung der Inlandsinvestitionen, von denen es einen großen Nachholbedarf gab, mit fremdem Geld. Und diese Fremdfinanzierung von Investitionen in fremdem Geld, egal ob das die Straßen in Barcelona waren, die schönen Strandvillen in Spanien,
Diese Verschuldung in fremdem Geld hat eine Konsequenz, auch die weiß und lernt jeder Student, jedenfalls bei mir im ersten Semester. Die Konsequenz heißt Inflation. Wenn wir uns das Thema Inflation anschauen, sehen wir seit der Einführung des Euro vor 10, 11 Jahren eine wachsende Schere in den regionalen Inflationsraten, in den Inflationsdisparitäten zwischen den heutigen Problemländern und stabilen Ländern wie Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Finnland. Das waren im Wesentlichen die stabilen. Und unsere EZB hat sich, eigentlich muss ich sagen, ein statistisches Bubenstück, ein Gaunerstück geleistet, indem sie die divergierenden Zinsraten, laut OECD-Bericht divergieren sie inzwischen um plus minus 40%, 40%, Sie hören richtig, hat sie zusammengerührt in einem sogenannten harmonisierten Preisindex, HPI, in dem sich die Inflationsraten der einen und das stabile Geld der anderen zu einem Durchschnitt vereinen, und dieser Durchschnitt, der liegt dann zwischen 2 und 3%. Und dann wundern sich diese Herren, dass die normale Hausfrau beim Betreten des Supermarktes sich darüber wundert, dass die dort gefühlte Inflation nicht mit der amtlich registrierten übereinstimmt. Meine Damen und Herren, die EZB hat uns 10 Jahre lang mit einem statistischen Konstrukt gefüttert, nämlich diesem harmonisierten Preisindex, einem Durchschnittswert. Meine Damen und Herren, wer von Ihnen lebt denn in einem Durchschnittswert? Wer lebt denn in einem Euroland? Wir leben in Deutschland, in Österreich, und da hatten wir immer ganz andere Inflationsraten, nämlich die gefühlten. Das heißt also, man hat hier um den Euro herum eine Welt der Fiktionen, der Vertuschungen und, sagen wir es ehrlich, auch der bewussten Lügen verbreitet. Der Euro war niemals so stabil wie der Schilling oder die D-Mark früher. Das konnten wir an unseren eigenen Preisindizes ablesen, die aber nie veröffentlicht wurden. Und die Länder, die sich des Euros bedient haben, sind nicht durch das Geschick der Götter in die heutige Schuldenkrise gefallen. Sie haben sie aktiv betrieben, indem sie die Chancen, die ihnen ein verbilligter, ich könnte auch sagen, ein von den stabilen und entwickelten Ländern der Eurozone subventionierter Euro geboten hat. Die nächste Folge war natürlich, als Folge dieser Inflation, dieser fremdfinanzierten Investitionen mit dem Geld deutscher und anderer Industrieller, es war eine Doppelfolge. Die eine Folge war, die einen bekamen Defizite, nämlich sie importierten mehr, als sie exportierten. Es kamen also noch gewaltige Leistungsbilanzdefizite dazu. Und die anderen machten nach wie vor Überschüsse, zum Teil, aber wirklich nur zum Teil, durch die Exporte in diese Inflationsländer im eigenen Währungsgebiet. Vor allem aber natürlich, weil sie überhaupt tüchtig waren. Der deutsche Exportüberschuss, der riesige, von Jahr zu Jahr wachsende, auch das wieder eine in Deutschland verbreitete Lüge, ist ja niemals in der Eurozone entstanden. Meine Damen und Herren, in all den 12-Euro-Jahren ist der Anteil deutscher Exporte an Euro-Länder völlig konstant geblieben, 40%. Der deutsche Exporterfolg ist auf den internationalen Märkten, auf den Weltmärkten erzielt worden. Darauf können die deutschen Exporteure stolz sein, aber sie haben keinen Grund, dem Euro dafür zu danken. Und die deutsche Politik hat überhaupt keinen Grund zu sagen, Deutschland hätte vom Euro profitiert. Deutschland hat niemals, so wenig wie Österreich, vom Euro profitiert. Das können Sie... ohne auf einen Professor zu hören und ohne einen Statistiker zu Rate zu ziehen, durch den bloßen Augenschein studieren, wenn Sie in die Schweiz fahren oder nach Schweden oder nach Norwegen. All diese Länder, die nicht im Euro sind, haben ein niedrigeres Zinsniveau in all den Jahren gehabt, eine substanziell höhere Investitionsquote als wir und weniger Arbeitslose bis heute. Die Gründe habe ich Ihnen genannt, denn wenn das Geld aus dem Lande geht, was besonders für Deutschland, aber ich glaube auch für Österreich zutrifft, Sie sollen auf dem Balkan ganz schön investiert haben, haben mir Ihre Banker erzählt. Meine Damen und Herren, dann ist das ein Geld, was zu Hause gefehlt hat. Dieser durch den Euro hervorgerufene Kapitalexport
Das ist ein Schädigungseffekt, ein Entzugseffekt. Das ist das Geld, wo bei inländischen Investitionen und Arbeitsplätzen gefehlt hat und was einen Teil der strukturellen Arbeitslosigkeit in den stabilen Ländern bis heute erklärt. Und ich kann Ihnen sogar jetzt die Gegenprobe liefern. Seit wir die Euro-Krise haben, und das ist die List der ökonomischen Vernunft, seit wir die Euro-Krise haben und dieser exzessive Geldabfluss in diese Länder aufgehört hat, weil sogar die Banker Angst gekriegt haben, aber vor allen Dingen die Investoren, die Unternehmer, haben wir eine wundersame Konjunkturerholung in Deutschland und ich glaube auch in Österreich. Denn jetzt wird wieder mehr Geld im Inland ausgegeben und investiert. Sie sehen die kommunizierenden Röhren. Der Euro hat zu einem Abfluss von produktivem Kapital in diese Länder geführt. Leider ist dieses produktive Kapital, nämlich unsere Ersparnis, in diesen Ländern sehr unproduktiv genutzt worden. Für Häuserblasen in Spanien, für eine Aufblähung des Dienstleistungssektors in Irland und für eine geradezu katastrophale Inflation der Staatsausgaben für unproduktive Zwecke in Griechenland. All die Einzelbeispiele, die mein geschätzter Vorredner nannte, die sind in Griechenland finanziert worden, nicht etwa aus Steuern, sondern aus Krediten. Also mit einem Wort und einem Satz, der Euro hat dazu geführt und verführt, dass Länder, die durchaus fähig waren, ihre eigenen Steuern einzusetzen, diese zu erhöhen, sowas ist immer unpopulär für Politiker, die haben das gelassen und stattdessen sich verschuldet, Kredit aufgenommen. Griechenland ist das Paradebeispiel für ein Land, was mit niedrigster Steuerquote zwischen 12% und 15%, bei uns liegt sie beim Doppelten bis Dreifachen, sich dafür umso reichhaltiger verschuldet hat. Da haben Sie die Wirkungen des Euro. Und es ist letztlich ein Verbrechen gewesen. Erstens. Den Bevölkerungen zu sagen, wir schaffen die Vereinigten Staaten von Europa über die Währung. Die Währung wird uns diesen Amerika-ähnlichen Megastaat bringen. Das konnte nicht gut gehen, weil dieses Europa, wie ich schon sagte, aus entwickelten und weniger entwickelten Ländern besteht. Und weil die unterschiedlichen Prioritäten und Präferenzen dieser Länder nicht über eine Währung ausgeglichen werden können, aber auch nicht dürfen. Denn dieser Ausgleich über die Währung führt über die Verschuldung und damit geradewegs in die Inflation. Und wir stehen heute vor der furchtbaren Frage, ob nicht die Inflation dieser Länder über die Geldschöpfung, die betrieben wird, um diese, man höre und staune, um den Euro zu retten, das heißt diese Inflation zu bekämpfen, ob nicht diese Geldschöpfung früher oder später dazu führen wird, dass sie auch bei uns ankommt. Wenn sie bisher nicht angekommen ist, hat das auch wieder einen klaren Grund. Er ist in diesen Sälen der Finanzmafia, habe ich hier gelernt, geradezu mit Händen zu greifen. Noch absorbieren die Vermögensmärkte, die Börsen, die Preissteigerungen an den Immobilienmärkten und anderen Finanzanlagen einen Großteil dieser Inflation. Wir haben es mit einer Vermögenspreisinflation zu tun, einer Asset Inflation, wie wir auf Neudeutsch sagen. Und die Zentralbanken, allen voran die EZB, hat sich wiederum einen Kunstgriff geleistet. Sie definiert Inflation etwas enger, nämlich nur als eine Inflation, nur ein Preisanstieg der Konsumgüterpreise, also das, was die Hausfrau wahrnimmt. Die Vermögenspreise, hat Herr Trichet mehrfach gesagt, interessieren ihn nicht. Die Börsen interessieren ihn nicht. Aber jeder Volkswirt in seiner eigenen Institution konnte ihm sagen, wenn die Vermögenspreisinflation, diese Asset Inflation an den Börsen, an den Immobilienmärkten, in den anderen Finanzanlagen Sie nicht interessiert, verehrter Präsident, dann kriegen wir sogenannte Zweitrundeneffekte. Nämlich erstens eine Riesendiskrepanz, die wir in Deutschland genauso haben wie in Österreich, zwischen explodierenden Gewinnen an der Börse und stagnierenden Arbeitseinkommen. Warum soll eigentlich ein Mensch noch hart arbeiten, wenn er durch Glücksspiel an der Börse ein Vermögen gewinnen kann? Und diese Diskrepanz, die wir in allen
stabilen Ländern beobachten, zwischen Gewinneinkommen auf der einen Seite und stagnierenden Arbeitseinkommen, die wird früher oder später dazu führen, dass wir als Zweitrundeneffekt eine Lohnpreisspirale kriegen. Auch die ist im Kommen. Denn der Geldmantel gibt das her. Und dann haben Sie auch die Erklärung, auf welchem Weg die an den Börsen finanzierte Inflation letztlich wieder zum Sparer und zum Anleger und zum Einkommensbezieher, zum Mann auf der Straße, nannte man das früher, dem arbeitenden Bürger zurückkommt. Auf diesem Weg. Das alles hat der Präsident unserer EZB in bewegten Reden schlicht geleugnet. Ich hatte zwei kleine Kontroversen mit ihm, die sind noch nicht so lange her, eine in Davos auf diesem Summit-Gipfel und eine in der politischen Akademie Tutzing. Und da hat er doch tatsächlich dem anwesenden Publikum gesagt, sehen Sie, der Euro ist doch viel stabiler als die D-Mark. Denn vor dem Euro hat die D-Mark zeitweise Preiszuwächse von 3, 4, 5% gehabt. Und der Euro, immer im statistischen Durchschnitt, der ja schon eine Art Herunterrechnung, Mogelei, ist, nur von 2% und etwas. Und der vor Ihnen stehende Redner hat dann gesagt, verehrter Präsident, Sie haben etwas Kleines, aber Wesentliches vergessen, nämlich den gleichzeitigen Anstieg der Einkommen. In allen Jahren vor dem Euro hatten wir, zumindest in Deutschland, ich glaube auch weitgehend in Österreich, zwar Preiszuwächse, aber die Einkommenszuwächse waren höher. Das heißt, die Realeinkommen... Die Realeinkommen unserer Menschen, besonders der arbeitenden Menschen, sind Jahr für Jahr gestiegen. Mal stärker, mal schwächer, aber gestiegen, nie gefallen. Ich kann mich an kein Jahr vor dem Euro seit den römischen Verträgen 58 erinnern, in dem wir fallende Realeinkommen gehabt hätten. Aber seit wir den Euro haben, haben wir in den stabilen Ländern, auch bei einem Inflationsrate, wie gesagt, gemogelt von nur 2,5%, fallende Realeinkommen, weil die Einkommenszuwächse null gewesen sind, zum Teil sogar minus. Und das ist ein Teil jener Lügen, aber ein wesentlicher, der von höchster Stelle und von Leuten verbreitet wird, denen wir vertrauen und unser Vertrauen schenken und unser Geld. Meine Damen und Herren, aber lassen Sie uns nicht nur in dieser tristen Vergangenheit wühlen. Wie geht das jetzt weiter? Die Beschwörung, diese Kreuzzugsideologie, der Euro muss gerettet werden, zeigt mir eigentlich etwas sehr Erschütterndes, dass die Leute, die ihn retten wollen, sowohl ratlos wie hilflos sind. Sie haben ja überhaupt kein Konzept mehr. Und Herr Trichet, der meine besondere Hochachtung hat, hat in allen seinen Reden, auch in den eben zitierten, immer davon gesprochen, dass es ihm ja nicht darum ginge, Inflation zu stiften, sondern den Finanzmarkt zu beruhigen. Wirklich. Die Finanzmarktberuhigung ist die neue Funktion der EZB. Nun, erstens steht das nicht im Statut einer Notenbank, den Finanzmarkt zu beruhigen, denn die Notenbank ist Hüter der Währung und soll die Geldwertstabilität garantieren. Und zweitens, ich muss mich an mich halten, welche Idiotie. Wie kann ein Mann dieses Kalibers glauben, durch eine offene Inflationspolitik, nämlich den Ankauf von Schrottanleihen, die Finanzmärkte zu beruhigen? Und ganz besonders schlaue haben mir dann entgegengehalten, naja, wenn Sie recht hätten, Herr Hanke, dann dürfte der Euro doch nicht so stark zum Dollar sein. Nicht? Der steigt doch ständig zum Euro. Pardon, der Euro steigt doch ständig zum Dollar. Und ich habe gesagt, sagen Sie mal, fehlt Ihnen irgendwo ein Rädchen im Kopf? Warum kaufen Leute, auch Ausländer, heute Schrottanleihen? Warum kaufen Sie Euro und treiben damit den Kurs in die Höhe? Weil Sie Ihren Garantien Glauben schenken. Wenn ich mich von Amts wegen hinstelle und sage, der Euro wird gerettet, kostet es, was es wolle, gibt es genug Banker,
die ja das Spekulieren gelernt haben, nicht? Die sagen, ja, na Gott, wenn der Euro gerettet wird, dann nehmen wir die wunderbaren Renditen heute in Griechenland 25% und in Portugal 18% mit Freuden wahr. Das heißt, gerade diese Politik züchtet jene Spekulanten, die man dann offiziell für den Kern des Übels hält. Aber es ist mein wirkliches Anliegen, Ihnen heute keine unruhige Nachtruhe zu bescheren. Es gibt Auswege aus dieser verfahrenen Situation. Die Frage ist nur, ob man sie geht. Und wenn sie die Politik nicht geht, muss sie der Bürger erkämpfen. Ich werde gleich noch einiges dazu sagen. Aber eigentlich sollten wir uns im Norden Europas nicht von Nordafrikanern beschämen lassen, die ja auch den Systemwechsel bei sich durch etwas erzwungen haben. Durch etwas erzwungen haben, was man eigentlich doch nur bezeichnen kann als die Wiederentdeckung der direkten Demokratie. Denn die Straße war einmal im alten Athen und im alten Rom, das Forum, die Agora. Das war einmal der Ort des politischen Diskurses. Das haben wir vergessen. Also, die direkte Demokratie, die übrigens leider indirekt, zumindest im deutschen Grundgesetz verankert ist, denn es gibt jedem Bürger das Recht auf Staatswiderstand, wenn er anderweitig sein Recht nicht bekommt. Also die direkte Demokratie ist der eine Weg, um eine Änderung dieser Politik zu erzwingen, aber der sehr viel wirksamere, weil geräuschlose Weg, ist etwas anderes, nämlich die von Böhm-Bawerk, wenn Sie so wollen, ins Spiel gebrachte Abstimmung über den Geldschein. Was wir heute an Zahlen gehört haben, ist abenteuerlich, einverstanden. Aber was ich Ihnen leider nicht sagen kann, in genauen Zahlen, aber Trends und Tendenzen, ist ja viel abenteuerlicher. Die Rettungsaktionen müssen ja nicht nur die bekannten Staatsschulden, nur eine Kleinigkeit von 2,5 Billionen, nicht? Also ist ein deutsches Bruttoinlandsprodukt, ziemlich genau. Sie müssen nicht nur die unbekannten Schulden der Privatwirtschaft abdecken, sie müssen vor allen Dingen das täglich größer werdende Loch in den Bankbilanzen Griechenlands, Portugals, Spaniens und Irlands abdecken, weil immer mehr Menschen dort ihr Geld abziehen und woanders hinlegen. Und jetzt wird es für den alten oder neuen Präsidenten in Kürze zum Schwur kommen, wenn Griechenlands Banksystem die Illiquidität, die Zahlungsunfähigkeit anmeldet oder das portugiesische oder das irische. Ich halte die Tage nicht für allzu fern. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man druckt weiter, heizt die Inflation weiter an. Das wird wahrscheinlich der Versuch des politischen Establishments sein. Oder wir kommen doch zu dem ehrlichen Mittel der Marktwirtschaft, das da heißt Konkurs. Ich persönlich habe noch leider nicht bei Böhm-Bawerk, das war aus historischen Gründen nicht möglich, aber bei Rechtslehrern gelernt, dass es keine Marktwirtschaft ohne den Strafrichter geben kann. Und der Strafrichter ist der Konkursrichter. Denn der Konkurs ist der Weg, wie man Verluste nicht vermeidet, aber die bereits eingetretenen Verluste realisiert und verhindert, dass sie noch größer werden. Denn was heute getrieben wird, ob im Fall der Banken, ob im Fall der Staaten, ist nackteste Konkursverschleppung durch Staatskredite über diese Rettungsfonds. Und die ist im Privatrecht strafbar und in der Politik leider nicht. Auch wenn mir nachher Herr Stache sagt, ich lade Sie nie wieder ein. Eine der wesentlichsten Bedingungen für die künftige Stabilität sowohl unseres Geldes wie auch unserer Spareinlagen, wissen Sie, was das ist? Die Einführung von Strafen für betrügerische Banker.
was dem obersten Geldschützer da aus ganz und gar anderen Gründen passiert ist. Ein Banker muss nicht ein Hotelzimmermädchen zu vergewaltigen suchen, um hinter Schloss und Riegel zu kommen. Er muss auch für die Verluste eintreten, die er Dritten zugefügt hat. Das muss jeder Unternehmer, jeder Antiquitätenhändler, der mit Fälschungen handelt, und es muss auch jeder Geldfälscher dafür stehen. Hier ist übrigens das Loch in der Wiener Schule, nicht Böhm-Bawerk, sondern seiner Nachfahren. Eine völlige Privatisierung des Geldwesens, wie in dieser Schule gelegentlich gelehrt wird, die braucht man erst gar nicht einzuführen. Die Folgen sieht man bereits nicht in der Geld-, sondern in der Kreditwirtschaft. Hier haben wir die komplette Privatisierung. Banken sind private Institutionen. Und zu was sie fähig sind, das haben sie ja in dieser Finanzkrise bewiesen. Also, es kommt jetzt darauf an, Alternativen zur heutigen Politik zu entwickeln. Alternativen, für die wir natürlich Politiker, politische Strömungen brauchen. Und das ist ein Grund, Herr Strache, dankbar zu sein, dass Sie mich einladen. Denn in Deutschland habe ich diese Chance nicht oder nur kaum. Mir fällt auf, als schlichtem Bürger, in allen kleinen deutsch sprechenden Ländern, Österreich, Schweiz, wenn Holländer anwesend sind, mögen Sie verzeihen, auch den Niederlanden und Flandern, da gibt es diese Opposition gegen die Europapolitik und die Europolitik. In Deutschland nicht. In Deutschland sind alle politischen Parteien vor dem Euro gleich, sie sind alle dafür. Die Rettung muss gemacht werden, das Geld wird bewilligt. Und der Grund ist eigentlich sehr beschämend, nicht aus Sachgründen, sondern diese Politikergeneration glaubt noch immer, sich dadurch moralisch entlasten zu können für das, was drei Generationen vor ihnen durch Deutsche geschehen ist. Ich denke, die heutigen Deutschen haften nicht für die Sünden ihrer Großväter. So schlimm diese auch gewesen sein mögen, aber die heutige Jugend hat ein Anrecht auf ihre Zukunft. Und die älteren Semester, zu denen ich mich auch zähle, wir alle haben ein Anrecht darauf, dass unsere Ersparnisse uns erhalten bleiben für die letzten Tage und auch um sie den jungen Leuten weiterzugeben. Eigentum und Vererbung sind unveräußerliche Bestandteile unseres Rechtsstaats. Und jede Inflation, jede, führt dazu, dass diese unveräußerlichen Rechte mit Füßen getreten werden. Denn sie vernichtet Ersparnisse, vernichtet Erbgut und, das sage ich jetzt wertneutral als Ökonom, sie ruiniert die Zukunft jeder Gesellschaft. Denn alles... was wir jetzt aus noch so verständlicher Flucht vor der Inflation in Ersatzwerte erleben, ich nannte sie ja, Gold, Aktien, Immobilien, individuell noch so berechtigt, moralisch noch so vernünftig, hat letztlich dennoch die gesamtwirtschaftliche Konsequenz, dass uns das Kapital für die produktiven Investitionen für unsere eigene Zukunft fehlt. Wenn ich in Deutschland zu diesem Thema Stellung nehme, da kennt man im Großen und Ganzen den wirklich schönen Dom zu Mainz, den Mainzer Dom. Der hat auf seinen Zinnen ein ebenso in Deutschland bekanntes Bild, den heiligen Martin, der auf einem Pferd sitzt und mit seinem Schwert seinen Mantel teilt und die andere Hälfte dem Bettler gibt. Und dann frage ich meine Zuhörer, was meinen Sie, ist wohl die Konsequenz? Und dann werde ich meist fragend angeguckt, dann sehe ich es doch ganz einfach, nachher frieren beide. Sie frieren beide. Es gibt nicht nur einen Unterschied zwischen der Samaritermoral
und den ehernen Gesetzen einer bürgerlichen Gesellschaft. Das muss man sehen. Es gibt auch einen Unterschied in der Organisation einer Vielvölkergesellschaft, nämlich wie der unsrigen. Demokratie, wie sie bei uns jetzt, Gottlob, fest verankert ist. Demokratie kann es nicht auf einer höheren Ebene der Multinationalität, es kann sie nicht auf europäischer Ebene geben, es gibt sie auch nicht auf europäischer Ebene. Demokratie gibt es nur zu Hause. In der Kommune, im Bundesland, in der Nation. Und wenn uns diese Europapolitik, von der der Euro ja nur das signifikanteste Beispiel ist, dazu bringt, dass Griechenland seine Steuerverpflichtungen durch Kreditaufnahme, durch Verschuldung ersetzt, könnten die Herrschaften ebenso gut sagen, lasst doch die Griechen ihre Steuern gleich in Österreich oder Deutschland erheben. Das heißt, der Finanzausgleich, der hinter der Euro-Rettung steht, dieses Wort, was Sie alle fürchten, aber was damit gemeint ist, dieser Finanzausgleich ist genauso unsinnig und ich würde fast sogar sagen irrational wie der Mantel des heiligen Martin mit dem Bettler. Man muss sich nicht selbst gefährden, um andere zu retten. Was hat ein Ertrinkender davon, wenn er seinen Lebensretter mit in die Tiefe reißt? Und genau dieses Bild, das ist unsere Situation heute bei der Euro-Rettung. Meine Damen und Herren, das ist weder unchristlich noch barbarisch noch nationalistisch. Jede Gesellschaft hat nicht nur einen Anspruch auf Überleben für sich und ihre Bürger, sogar eine Verpflichtung dazu, sie kann es. Und deswegen propagiere ich seit langem und auch vor Ihnen, es gibt zwei absolut vernünftige Vorschläge, Möglichkeiten, dieses Problem der Südstaaten ohne Finanzausgleich, ohne Schröpfung, ohne Übernahme von deren Schulden zu lösen. Sogar die Konkursvermeidung könnte man lösen, indem man die Länder aus der Eurozone herauskomplimentiert. Denn dann hören Sie auf, uns zu schaden, aber was mir viel wichtiger ist, Sie hören auch auf, sich selbst zu schaden. Denn jetzt in der Schuldenkrise zeigt sich klipp und klar, dass diese Länder wegen ihrer Zugehörigkeit zu einem Kollektiv, nämlich der Eurozone, sich ihre eigenen Selbsthilfemöglichkeiten blockiert haben. Sie können nicht ihre Währung abwerten, denn wenn sie das könnten, dann wären sie mit einem Schlag wieder wettbewerbsfähig. Und sie können noch nicht einmal ihre Gläubiger durch Betteln und Drohen dazu bringen, ihnen die Schulden zu erlassen, auch wenn ein deutscher Finanzminister heute solche Briefe herumschickt. Wenn sie aber nicht Mitglied der Eurozone wären, ich muss leider noch im Konjunktiv sprechen, dann könnten die Griechen morgen ihre alte Währung einführen, sie im Inland 1:1 zum Euro umschreiben und sich damit alle Rechtsprobleme ersparen, auch alle Schadensersatzprobleme. Aber ihren Gläubigern, und das sind in erster Linie institutionelle Gläubiger, Banken, Versicherungen, doch so etwas wie eine moralische oder ökonomische Pistole auf die Brust setzen. Denn als souveräner Staat könnten Sie Ihren Gläubiger sagen, Gentlemen, Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir erlassen zu Hause einen Zahlungsstopp für Auslandsüberweisungen, dann kriegen Sie gar nichts. Oder wir einigen uns auf eine mittlere Linie, den Haircut. Das heißt, all das, was heute nicht läuft, erbettelt, erzwungen werden muss und letztlich durch Inflation überspielt wird, das bekäme man in einem System freier nationaler Währungen von selbst. Und ich rede von keinen Utopien, sondern von 500 Jahren Ihnen und mir bekannter Geschichte.
Der erste, der das mit Erfolg gemacht hat, war vor 500 Jahren ein absolutistischer Herr namens Philipp II. Von Spanien. Und danach haben alle Staaten, die vor dem Konkurs standen wegen Überschuldung, diesen Weg eingeschlagen. Sie haben ihre nationale Währung, die sie allerdings dann noch hatten, abgewertet, damit ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den Exportmärkten wiederhergestellt und ihren Gläubigen den Vorschlag gemacht, den ich Ihnen eben etwas drastisch skizziert habe. Sie haben gesagt, wir können die Auslandszahlungen stoppen, aber wir können auch miteinander verhandeln, wenn wir uns auf einem mittleren Weg treffen. So hat sich in den letzten 10 Jahren, die Beispiele sind dutzendfach zu nennen, Argentinien, Mexiko, Russland, die Ukraine verhalten. Und der Internationale Währungsfonds hat dieses Verfahren sogar instrumentalisiert und institutionalisiert. Wir haben den Pariser Club, in dem die privaten Schulden unter seiner, des IWF-Aufsicht, geregelt werden. Und wir haben den Londoner Club, wo dasselbe mit den staatlichen Schulden geschieht. Das heißt, die Minimallösung unserer Probleme für heute wäre die Verschlankung der Eurozone. Die Problemländer treten aus, und das im eigenen Interesse, denn dann sind sie nicht mehr von den Fronvögten der EU, der EZB und des IWF abhängig. Das hat ja bekanntlich in der Schweiz mal zur Unabhängigkeit und zur Demokratie geführt, dass man einen Herrn Gessler nicht mehr ertragen hat als Fronvogt. Schweizer sind sehr stolz auf diese Geschichte. Der hat nämlich auch Steuern erhoben, die den Schweizern zu weit gingen. Also es wäre der Weg der politischen, ökonomischen und europäischen Vernunft, die Eurozone zu verschlanken. Ein Weg. Weder Europa noch die EU würde dann untergehen, sondern die EU hat das ja geradezu vorgesehen, indem es ja bis heute eine Art monetäres Zweikammersystem gibt. Es gibt die Euro-Länder im Club und es gibt die Länder, die ihre eigene Währung behalten haben und eine Art Wechselkursverpflichtung eingegangen sind, im technischen Ausdruck WKM2, also im Vorzimmer zum Euro sehen. Und da sitzen sehr ehrenwerte Länder, nämlich alle osteuropäischen Newcomer. Und wenn wir uns mal deren Status anschauen, dann sehen wir, was einen Ökonomen nicht erstaunt, aber einem Politiker zu denken geben sollte, diese osteuropäischen Länder, ob Polen, ob Ungarn, baltische Staaten, haben ihre Krise besser gemeistert als die Problemländer Griechenland, Portugal, Irland und Spanien. Das wäre die Minimallösung. Die maximale Lösung, die liegt ja auf der Hand. Wir alle kehren zu unseren nationalen Währungen zurück. Stellen den Zustand wieder her, den wir vor Einführung des Euro nicht nur hatten, sondern mit großem Erfolg praktiziert haben, bilden eine europäische Nicht-Währungsunion, sondern Wechselkursunion. Ein Verbund von Währungen, die ihre Wechselkurse zwar atmen lassen, aber in einer gewissen Tuchfühlung belassen. Das war das sogenannte EWS, das Europäische Währungssystem, was 1979 geschlossen worden ist. Und dann braucht man natürlich für die Abstimmung der Wechselkurse eine Bezugsbasis. Und wissen Sie, wie die Bezugsbasis heißen könnte? Die hieß damals EQ. Die würde dann heißen Euro, Euro 2. Der Euro wäre in diesem Wechselkursverbund die Verrechnungswährung, die aber nicht umläuft, die keiner von uns im Portemonnaie hat, die nur verwendet wird, um die Wechselkurse festzulegen und Zahlungen der Zentralbanken untereinander abzurechnen. Ein EQ Nummer 2. Und dieses System hätten wir morgen, wenn das Land, was eigentlich bis heute die ganze Euro-Union und ihre Defizite finanziert, nämlich Deutschland, den Mut hätte, zur D-Mark zurückzukehren. Denn dann fällt der Zahler aus, wenn ich so sagen darf, der IWF in Europa. Denn das war und ist noch immer Deutschland, aber auch Österreich mit seinen daran gemessen kleineren Überschüssen, auch die Niederlande,
auch Finnland. Diese vier Länder sind die eigentlichen Finanziers der Defizite der anderen. Wenn die sich einig wären, immer Konjunktiv leider, dann hätten wir alle wieder eine Zukunft, auch Europa. Denn was wir doch vermeiden wollen und müssen, dieses Mega-Europa, was hinter der Euro-Idee steht, diese zweiten Staaten von Amerika, dieser Global Player, das ist doch nichts anderes als eine neue Sowjetunion mit marktwirtschaftlichen Planansprüchen. Ein Politbüro in Brüssel, es hört ja auch noch auf den fatalen Namen Kommission, bei Kommissaren denke ich natürlich an Politkommissare oder Reichskommissare, dass sich Europa keine bessere Bezeichnung für diese Leitungsfiguren hat ausdenken können, ist ja enthüllend. Also ein Europa der Kommissare, ein Europa als Wirtschaftsregierung ist Camouflage. Das sind nur Worte für eine von oben gelenkte zentralistische Wirtschaft, vor allen Dingen aber für eine Nicht-Demokratie. Lebte der Erfinder der Demokratie, der große Baron Montesquieu, heute und würde er erleben, was seine Landsleute praktizieren. Er würde nicht nur sagen, mon Dieu, er würde sagen, was habt ihr aus der Demokratie gemacht? Keine Gewaltenteilung? Die Exekutive macht ihre eigenen Gesetze, überlässt sie nicht mal dem Parlament. Und eine Justiz, die beim EuGH zentralisiert ist und die nationalen Rechte, ja, man muss schon fast sagen, degradiert und ignoriert. Das ist keine Demokratie. Meine Damen und Herren, die ruhige Nachtruhe, die ich Ihnen versprochen habe, gipfelte dem Satz: Wir werden das Ende des Euro und dieser EU erleben und es wird ein besseres Europa. Das Erbe antreten. Denn eines ist sicher: Unvernunft mag eine Zeit lang regieren, aber nicht allzu lange. Bedanke mich.